Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir werden heute meine Perücken aussortieren, beziehungsweise es ist auch ein Perückensammlungsvideo, weil ich hier jede einzelne Perücke durchgehen werde. Meine Freunde, wir werden heute diesen Karton hier an Perücken aussortieren und er ist schwer. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessiert, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und dann legen wir direkt los mit dem Video. Let's go! Die erste Perücke habe ich schon auf. Sie ist rosa, in so einem kühlen Rosaton. Ich finde die mega schön. Auch hier die kleinen Locken, die da unten dran sind. Was ich aber gemerkt habe, irgendwo hier müsste es, glaube ich, sein, ist ein gelb-orangener Fleck. Die muss ich definitiv waschen. Ich habe keine Ahnung, was es sein kann. Wahrscheinlich irgendwelche Überbleibsel von einem Spooktober-Video oder I don't know what. It's a little bit sad, weil ich liebe diese Perücke. Ich glaube, sie ist von Yuvimi. Da bin ich mir allerdings nicht hundertprozentig sicher. Also manche Perücken weiß ich 100%, wo die weg sind. Andere, wie die hier, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, sie war von Yuvimi. Das wäre also Perücke. Perücke. Das wäre also Perücke Numero Uno. Das hier ist meine Merida-Perücke und ich liebe diese Perücke. Ich liebe diese Art von Haarstyle einfach nur. Merida ist auch ein Charakter, den ich sehr, sehr gerne mag. Und ich finde die einfach nur so cute. Und ich glaube, ihr hört schon, die bleibt auf jeden Fall bei mir. Diese Perücke bewahre ich sogar in dem Karton auf, in dem sie bei mir angeliefert wurde. Das ist auch meine einzige Frontlace-Perücke. Nein, nicht meine einzige. Ich hatte mal eine, die habe ich aber schon aussortiert und die ist auch schon verkauft worden. Ja, ich setze die Perücken, die ich hier aussortiere, bei Kleiderkreisel rein. Und ich habe mir bei Kleiderkreisel aber auch eine Frontlace-Perücke ertauscht, die ich bisher aber noch nie aufgesetzt habe. Also da kommen wir noch später zu. But you, das hier ist absolute Liebe. Die Perücke ist einfach mega. Das Einzige, wenn man diese Perücke aufhat, man hat plötzlich so Unmengen viel an Haare. Wo kommen die alle her? Das ist unglaublich. Ich bin mit dieser Perücke auch schon auf Conventions rumgelaufen und wenn man die aufhat, man nimmt rechts und links quasi nichts mehr wahr, weil man einfach so viele Haare hat. Also ich sehe hier rechts und links nur Haare. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, ich werde mir mal kurz was anderes anziehen. Ein weißes Oberteil, weil das passt definitiv zu allen Perücken. Ach, Krampf im Fuß. Hier. So läuft das hier beim Videodreh. Man bekommt Krämpfe in den Füßen. Das wäre die nächste Perücke. Ich bin ganz ehrlich, ich finde sie einerseits cool, weil sie so pastellig und so Rainbow verlaufsmäßig ist. Sie ist hauptsächlich hellblau, so leicht grünlich irgendwo, leicht violett. Sie sah auf dem Internetbild wieder ein bisschen anders aus. Ich finde sie cool irgendwie, aber sie könnte schwierig zu kombinieren sein und sie muss irgendwie definitiv nochmal gestylt werden. Also ich habe die Perücke noch nie getragen, wo ich mir das so richtig gut für so einen Fairy-Look oder sowas vorstellen könnte. So Fee, Elfe, irgendwie sowas. Oder Meerjungfrau. Sie ist nice. Ich glaube, sie bleibt doch erstmal bei mir. Aber ja, sie ist so ein Wackelkandidat. Also ich glaube, ich tue die erstmal auf den Vielleichtstapel. Diese Perücke hier ist von Ladies Hair. Ist eine deutsche Website. Die Perücke hat eigentlich lange, rosane, gewellte Haare. Ich habe die aber irgendwann mal so gestylt zur Gamescom letztes Jahr, weil ich das als Pummeluff-Cosplay getragen habe. Beziehungsweise Pummeluff-Trainer-Cosplay. Ich liebe diese Perücke. Ich mag den Rosaton. Ich glaube, ich würde mir die vielleicht sogar nochmal bestellen, dass ich die aber dann in ihrer langen Version lasse, weil ich weiß nicht, hier drin ist jetzt so viel Haarspray und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob ich die jemals wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzen kann. Aber ich liebe diese Perücke und die bleibt auf jeden Fall bei mir. Und das ist eine meiner ersten Perücken, die ich mir überhaupt hier gekauft habe. Und ja, wie schon gesagt, it's cute! Und das hier ist die nächste Perücke, die habe ich von Kleiderkreisel mir ertauscht. Und das ist eine Lace-Front-Perücke. Also ich habe das Stück an Lace, also Spitze, was hier vorne eigentlich jetzt runterlappen würde, noch nicht abgeschnitten. Ich habe das nur hier drunter versteckt.
Ich weiß nicht, was ich von dieser Perücke halten soll. Ganz ehrlich. I don't know. Ich fühle mich irgendwie so, als wäre ich nicht ich. Was sagt ihr dazu? Also ich sehe irgendwie aus wie eine Person aus den 80ern. Keine Ahnung, zumindest kriege ich so ein Gefühl, wenn ich mich da so angucke. I'm not the biggest fan of it. Ich wüsste auch nicht, wozu ich die tragen soll. Ich habe sie halt einfach getauscht, weil mich jemand angeschrieben hat, ob ich was finde. Und habe ich gedacht, ja, vielleicht ist die Perücke ja ganz cool. Kann man ja mal ausprobieren. Vor allen Dingen, wenn es getauscht ist, da zahlt jeder nur die Versandkosten. Also, who cares? Sowas in der Art finde ich gerade gar nicht mal so schlecht. Wenn man das hinten hochsteckt, vorne so zwei Strähnen lässt. So ein bisschen übers Auge, so verrucht und verraucht und what? Also entweder ich mache irgendwas mit dieser Perücke, dass ich sie anders style, aber der Normalzustand geht gar nicht klar. Die nächste Perücke wäre diese hier. Ich mag die Farbe der Perücke. Das ist irgendwie so ein peachy rosa oder so ein leichtes Erdbeerblond oder sowas. Die hat hier oben auch so eine Strähne. Die wurde mit Haarspray vorher schon angesprüht oder so. Soll eigentlich irgendwie so sitzen, wenn man das aus Animes kennt, you know. Hängt hier aber leider nur so traurig rum. Also da muss man definitiv nochmal nacharbeiten. Und was ist das? Warum geht das hier rein und hier raus? Das ist wie bei meinen eigenen Haaren. Ich hatte die auch mal in so einer Länge. Und die eine Seite wumm und die andere Seite wumm. Ich hätte es lieber, wenn wuh und wuh. Also beides mal rein oder beides mal raus, aber nicht eine Seite so und die andere so. Ja. What is this? Meine eigenen Haare machen das auch und deswegen diese Haarlänge ist für mich No-Go. Würde ich niemals wieder in meinem Leben tragen, weil ich genau weiß, dass meine Haare diesen Mist hier auch machen. Die Farbe ist schön, aber ich glaube, ich fände es schöner, wenn das eine Langhaarperücke wäre. Ich glaube, die sortiere ich aus. Also diese Perücke hier ist von einem Charakter aus Kimetsu no Yaiba. Ein super cooler Anime, den ich auch noch cosplayen möchte. Und wie man hier offensichtlich sehen kann, ich zeige jetzt die Wahrheit hier. Diese Perücke muss definitiv gestylt werden, gerade der Ponybereich. Und was ich an dieser Perücke festgestellt habe, die Zöpfe sind extrem schwer. Also wenn man sich die aufsetzt, hat man die Zöpfe meistens alle drei hinten. Ja, es sind drei Zöpfe, hier ist der dritte. Und die Zöpfe ziehen einem quasi die Perücke wieder vom Kopf runter. Hier ist definitiv noch Arbeit gefragt. Perücke behalte ich aber, weil ich, wie gesagt, den Charakter noch cosplayen möchte. So, bei dieser Perücke muss ich, glaube ich, auch nicht viel sagen. Die bleibt auf jeden Fall bei mir. Wenn ihr öfters mal meine Videos seht, dann habe ich die manchmal auf, wenn ich mit meinem Panda Kigurumi ein Video drehe. Weil diese Perücke und mein Panda Kigurumi, das ist für mich perfekt, da geht nichts drüber. Also perfektes Zusammenspiel von den beiden. Ich liebe das einfach nur und deswegen trage ich diese Perücke fast immer, wenn ich meinen Panda-Kigurumi im Video anhabe. So, und jetzt mal eine sehr, sehr dunkle Perücke. Es ist ein dunkles Wald-Tannengrün. Also es passt jetzt überhaupt nicht zum Make-up. But Yuri, das ist eine Perücke definitiv für Halloween. Grüne Haare. Bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits verstehe ich, warum man sie manchmal haben möchte für einen bestimmten Look oder sowas. Andererseits, ich glaube, ich würde meine Haare niemals grün färben. Keine Ahnung, also grün ist da definitiv nicht so meine Farbe, obwohl ich diese Perücke halt für manche Looks eben cool finde. Diese Perücke hier, ich finde den Style einfach nur so cute. Es ist einfach nur wirklich mega, mega süß, cute. Das Einzige, sie ist nicht wirklich für Cosplay, glaube ich, geeignet. Also zumindest, wenn man sich diese Zöpfe an den Seiten macht. Hinten kann man doch einiges durchsehen und das ist nicht so schön. Ich meine, ich habe jetzt blonde Haare, vielleicht fällt das nicht so auf, I don't know. Ich musste nochmal gucken, dass ich die Zöpfe rausmache und das hinten so überkreuzt, so eine Art Scheitel mache. Das soll nämlich ein Trick sein, damit man halt nicht irgendwie das Perückennetz darunter sieht. Und dann habe ich jetzt diese Perücke hier.
Ich finde die auch mega, mega schön. Die hat so einen Peachy-Aprikoton. Ich liebe die Farbe der Perücke. Ich mag das auch, dass sie so gelockt ist. Und die bleibt auch auf jeden Fall bei mir. Diese Perücke hier, ich finde sie schön vom Blauton her. Auch, dass sie unten so lila ist. Aber dann geht es in so ein komisches, weißliches Blond. I don't know. Also auf der Yuvimi-Internetseite, von der Seite ist diese Perücke nämlich von Yuvimi. War das hier unten, glaube ich, rosa? Ich weiß, dass ich mich da in dem Haul-Video auch drüber aufgeregt habe, dass es hier unten so richtig weird aussieht. Ich bin mir auch immer noch unschlüssig, ob ich das abschneiden soll. Also diese andere Farbe irgendwie so rausschneiden, you know. Ansonsten, ich finde die Farbe schön. Für Mermaid-Looks passt die Perücke auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich mag, dass es gewellt ist. Diese Perücke hier ist von Ladies Hair. Als ich meine allererste Perückenbestellung bei Ladies Hair gemacht habe, wollte ich diese Perücke eigentlich schon haben. Da war die aber ausverkauft. Sie ist in so einem warmen Braunton und hat zwei super lange Zöpfe, wie man sehen kann. Ich finde die eigentlich richtig cute. Ich habe die bisher noch nie getragen. Ich wollte eigentlich auch ein Wig Haul zu dieser Bestellung drehen, wo ich mir die hier gekauft habe. Ist nie passiert. Also von Ladies Hair, die Perücken mag ich eigentlich relativ gerne. Aber die bleibt auch bei mir. Vor allen Dingen, ich habe sie noch nie getragen, bis auf jetzt gerade. Ich habe die wirklich noch nicht mal anprobiert, wie sie irgendwie aussehen wird. Ich wollte eigentlich diesen Wig Haul drehen, aber dann kam immer irgendwas anderes. Und am Ende ist es nie passiert. Und jetzt sitze ich hier und mache ein Declutter-Week-Video mit einer Perücke, die eigentlich neu ist. Wisst ihr, was das Nervigste an diesem Video ist? Wenn man die Perücke aufsetzt, sich die Haare aus dem Gesicht zu streichen, ohne dass man das Make-up ruiniert. Das hier ist eigentlich nur eine schwarze Perücke. Aber wer sich an mein Black Hole Charm-Video zu Spooktober erinnert, weiß, dass ich hier Extensions reingemacht habe in Orange, weil ich nicht angesehen habe, mir extra dafür eine Perücke zu kaufen, die halt orangene Strähnchen drin hat. Die schwarze Perücke bleibt auch auf jeden Fall, weil eine schwarze Perücke zu haben ist nie verkehrt, gerade wenn man Cosplay macht oder so Spooktober-Looks. Und gerade Spooktober, Halloween, dunkel, grün, moosig, deswegen auch die grüne Perücke, also da kommen irgendwie so dunklere Farben zum Einsatz und schwarz ist da definitiv nie verkehrt. Ich habe lauter schwarze Haare im Gesicht. Die fallen so krass auf meiner hellen Haut. By the way, die schwarze Perücke war auch von Ladies Hair, genau wie diese Perücke hier. Sie ist in einem Bordeaux-Rotton und ich finde die einfach so schön, gerade auch für so Ariel, die Meerjungfrau-Look oder so. Ich glaube, ich habe auch zur Ariel-Palette von Essence einen Look geschminkt auf Instagram mit dieser Perücke auf. Yeah, also ich finde die richtig, richtig schön. Ich mag auch an ihr, dass sie so einen Bordeaux-roten Ton hat. So einen Bordeaux-rot-Beereton und nicht so ein Knallrot. Knallrote Haare, nein. Das wäre für mich absolutes No-Go. Ich würde das nie machen. Ich würde auch meine Haare niemals rot färben. Ich glaube, bevor ich meine Haare rot färbe, würde ich sie in irgendeinem Neongrün oder sowas färben. Also womit wir wieder beim Thema Grün sind, wo ich auch schon gesagt habe, Grün würde ich mir eigentlich nicht färben. Aber knallrot auch nicht. Wenn nur so ein Bordeaux-Rot. Aber ja, da habe ich ja eine Perücke, die ich mega schön finde. Auch die ganzen Wellen und sowas. Ich mag diese Perücke einfach. Die ist so, 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 so schön. Und die bleibt auch bei mir. Und noch eine Perücke, die ich von Ladies her habe. Das ist eine Perücke aus meinem allerersten Wig Haul hier auf YouTube, glaube ich. Und auch somit eine meiner ersten Perücken überhaupt. Auch wieder so ähnlich wie die rosane. Ich habe auch gleich noch eine weiße. Die ist vom Stil her eigentlich auch ähnlich. Ich liebe blaue Haare. Wenn ich mit bunten Haaren hätte geboren werden können, hätten sie entweder so rosa sein sollen oder blau. Rosa oder blau. Vielleicht auch noch Peach. Oder Peach. Also irgend so eine Pastellfarbe halt. Und hier ist auch schon die weiße Perücke. Auch wieder von Ladies Hair. Ja, die bleibt auch bei mir. Das Ding ist halt einfach, bei Perücken, ich habe halt viele Basic-Perücken bzw. Basic-Farben an Perücken. Ich habe wenig, die jetzt so mehrfarbig sind und sowas. Also so ganz fancy, dass man die nur zu einem bestimmten Anlass anziehen könnte. Zu einem bestimmten Cosplay. Jede Perücke ist auch einfach nur mal anders. Und mein favorite kind of Perücke ist, glaube ich, wirklich Pastellfarben und lange gewellte Haare. Diese Perücke ist auch von Yuvimi. Die habe ich mal gewonnen. Das ist für Sternzeichen Pisces, also Fische, was ich auch bin. Ich habe immer noch irgendwelche Haare im
Gesicht. Mag die Perücke. Das, was ich nicht so ganz so toll finde, ist der Pony. Ich glaube, da müsste ich nochmal selber stylen, weil... Okay, ja, der Pony ist einen Tacken zu lang, kann man die Perücke nach hinten setzen. Aber ich finde auch, hier von der Seite könnten noch Haare zum Pony dazugehören, damit hier nicht so eine komische Lücke ist. Das finde ich nämlich auch nicht so schön. Und jetzt habe ich wieder Haare ab Gesicht. Es war ein Fehler, den Pony nach vorne oder runter zu machen oder was auch immer. Ja, help. Es ist auch selten, dass ich mal eine straight Perücke habe, also wirklich gerade runter. Ich glaube, deswegen habe ich bei diesem Ding auch so viele Haare im Gesicht. Bei den lockigen Perücken, wo man, glaube ich, eher vermuten würde, man hat zu viele Haare im Gesicht, habe ich das Problem nicht. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, der Pony ist halt ziemlich dünn. Und das gefällt mir nicht. Wenn da mehr Haare am Pony wären, fände ich es definitiv schöner. Ansonsten, ich mag die Perücke wirklich gerne, rosa und blau. Wie vorhin schon gesagt, rosa und blau wären meine Wunschwahlfarben, wenn man mit bunten Haaren geboren werden könnte. Oh mein Gott, das sieht gerade irgendwie merkwürdig aus. But yeah. Es ist eigentlich eine Misty-Perücke. Zumindest habe ich das von Kleiderkreisel mir ertauscht. Diese Perücke habe ich noch nie aufgesetzt, seitdem ich diesen Tausch damals getätigt habe. Und es ist schon wirklich sehr lange her. Ich werde die Perücke auch erst nochmal behalten. Schauen, ob ich dieses Cosplay mache. Oder ob ich die für irgendwas anderes verwenden kann. So, jetzt habe ich eine Perücke, die eigentlich zu einem Cosplay von Ciel Phantom Hive gehört. Und dann sind da noch bei zwei Zöpfe, die man eigentlich links und rechts dran macht. Dadurch wird die Perücke auch um einiges schwerer, denn solche Zöpfe wiegen wirklich eine Menge. Man kann die Zöpfe aber auch abmachen und woanders dran setzen, dass man zum Beispiel ein High Ponytail oder sowas hat. Und schon hätte man auch ein Cosplay für einen anderen Anime. Deswegen, ich glaube, diese Perücke werde ich behalten. Und dann habe ich hier noch meine Perücke von Cindy Orem, die ich ja im Video gestylt habe, erst vor einiger Zeit. Und die bleibt definitiv auch bei mir. Da blende ich euch jetzt mal ein Bild oder Videomaterial ein von dem Cosplay. Genauso wie die Ari-Perücke mit den Ohren, die hier noch drin sind. Die bleibt auch bei mir. Das Ari-Cosplay habe ich auch noch. Und da blende ich euch auch nochmal ein Bild oder ein Video ein. Dann habe ich jetzt nochmal eine Perücke, zu der auch noch Zöpfe gehören. Ich finde die Perücke so ohne die Zöpfe. Irgendwie geht das gar nicht klar. Diese Seite hier finde ich noch ganz cute, weil hier nur so eine kleine Locke ist. Aber hier ist noch irgendwie, keine Ahnung, das sieht irgendwie anders aus als hier. Und ich habe ein Haar im Auge und am Mund und I don't know what. Zöpfe geht das irgendwie gar nicht. Ich finde das irgendwie voll wack. I don't know. So, mit den Zöpfen ist schon wieder voll cute und yeah, I like it. Zöpfen dran. Cute! Und deswegen bleibt die Perücke auch bei mir. Diese Perücke habe ich mir auch mal von Kleiderkreisel ertauscht. Ich muss sagen, als die Kreislerin das Foto gepostet hatte, hatte diese Perücke so einen rosa Stich mit braun. So ist sie braun mit einem leicht rosa Stich. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich habe gedacht, diese Perücke hätte eine andere Farbe als das, was ich hier bekommen habe. Und irgendwie, I don't feel this wig. She's kinda cute, but not what I wanted it to be. Also ich werde diese Perücke auf jeden Fall aussortieren. Und zum Schluss nochmal was zum Lachen. Also diese Perücke, damit die gut aussieht, brauchst du definitiv Haargel, Haarspray, einiges an Styling. Hier und vermutlich auch ein anderes Make-up. Irgendwie fände ich sie cool. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, wann und warum ich sie tragen sollte. Ich habe leider keine Fotos mehr aus dieser Zeit, aber ich hatte wirklich mal so kurze Haare, sogar noch einen Tacken kürzer, also gerade hier hinten, das war alles weg. Ich habe mir irgendwann mal so einen richtig krassen Kurzhaarschnitt machen lassen. Ich fand es auch ganz cool, aber ich bin definitiv Team lange Haare. Ich glaube, deswegen sortiere ich die aus. Aber das hier ist jetzt auch die letzte Perücke und wir haben es geschafft. Woo!
Zum Glück. Das hat wirklich sehr lange gedauert. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.